Between Germany's Rhine and Ruhr lies the Ruhrgebiet, the powerhouse of Germany. More than 500,000 coal miners dig out the black diamonds from deep underground each day, powering Germany's mighty steel industry and private homes. The long days and hard work cramped underground build strong family bonds between the miners, both underground and above on the pitch. Nearly every local mine has its own football team, bringing a bit of joy to the dreary days. Everywhere you look in the Ruhrgebiet is football. It's no wonder then the Ruhrgebiet produces Germany's steel and power and the best footballers in the world. Das Ruhrgebiet ist durch die Kohle über 100, 150 Jahre Energiezentrum gewesen. Diese Gegend hat 1958 ungefähr 500.000 Bergleute gehabt und Pi mal Daumen nochmal 250.000 Menschen, die gearbeitet haben bei Eisen und Stahl. Ab da beginnt eigentlich die Kohlekrise. March 1997, thousands take to the streets in protest to further closings of the coal mines. What was once a great industry employing 500,000 continues to decline, with thousands more losing their jobs. Der Kohleausstieg, der war ja schon lange besiegelt und im Dezember 2018 wurde dann noch die letzte Schachtanlage in Deutschland stillgelegt. Ja, das war schon ein sehr emotionaler und ergreifender Moment. Mein Vater war Bergmann, mein Großvater war Bergmann und ja, ich komme aus so einer richtigen Bergarbeiterfamilie. Das Ruhrgebiet, das steht ja auch für, wir packen das an, wir verändern was. Ja? Und das ist auch die Mentalität der Menschen hier. Bei uns im Ruhrpott, der Zusammenhalt, der ist einfach so stark und den kriegt man einfach schon in die Wiege mitgelegt. Also ich glaube auf jeden Fall, dass dieser Zusammenhalt ursprünglich in solchen Zechen hier entstanden ist. Aber was auch besonders schön ist am Ruhrgebiet, ist glaube ich diese Mischung der Menschen. Hier sind ja alle möglichen Kulturen und Menschen vereint. Für mich ist der Pott besonders, weil es hier total vielfältig ist. Die Leute sind alle total fußballverrückt. Das mag ich total gern hier. Sonntagsspiele, Jugendspiele und. Jeden Tag Fußball. Uns macht das halt Spaß, ein Bierchen zu trinken, eine Bratwurst zu essen und ein geiles Spiel zu sehen. Also ich habe schon das Gefühl, dass das Ruhrgebiet wieder boomt. Ich glaube schon, dass das Ruhrgebiet ein Vorreiter für die Energiewende sein wird. Wir haben ein sehr hohes Abwärmepotenzial aus Industrie- und Gewerbeanlagen. Das intelligent zu nutzen, das schauen wir uns bei jedem Projekt an und versuchen da, wo es geht, auch in diese Energieversorgung halt einzubinden. Wir sind hier bei ThyssenKrupp Steel in Duisburg. Wir stellen Qualitätsstähle her und die erste Stufe, mit der wir das tun, ist die Roheisenproduktion. Man sieht hier im Hintergrund die Hochöfen und die benötigen eine riesige Menge an Energie. Wir sind in der Tat einer der größten Energieverbraucher in Deutschland. In den Prozessen wird diese Energie, die wir einsetzen, zum Großteil auch in Wärme umgesetzt, die wir dann wieder einfangen. Und dann schauen wir uns an, welche potenziellen Kunden hätten wir denn im direkten Umfeld. Und da sind wir auf die Königbrauerei zugegangen. E.ON hat sich unheimlich hilfsbereit gezeigt, hat das Projekt entwickelt für uns, hat die technische Planung übernommen und geschaut, lohnt es sich, die Brauerei selber über eine Rohrleitung an unsere neue Dampfleitung anzuschließen. Königsbrauerei wird einen Braunkohlekessel, der bisher die Wärmeversorgung sichergestellt hat, außer Betrieb nehmen und nutzt stattdessen unsere Abwärme. Also was mich bei E.ON antreibt, ist, dass ich ein Teil der Energiewende sein möchte und auch meinen Beitrag dazu leisten. Ich möchte die Region Ruhrgebiet so CO2-frei wie möglich zu gestalten. Ein gutes Beispiel, wo wir das umsetzen, das ist der Shamrock Park in Herne.
Wir sind hier mit dem Shamrock Park mitten im Herzen des Ruhrgebietes. Dieses Gelände, auf dem wir uns hier befinden, ist seit jeher mit dem Bergbau verbunden gewesen. Hier war zum Schluss die Hauptverwaltung von der Ruhrkohle AG. Wir werden dieses gesamte Quartier eben dahin entwickeln, dass hier nicht nur gearbeitet werden kann, sondern dass hier auch Menschen eine neue Heimat finden. Viele junge Familien suchen neuen Wohnraum und dieses Gelände ist geradezu ideal dafür, dass man entsprechend auch das hier realisiert. Der Shamrock Park hat ganz spannende Herausforderungen. Wie kriegen wir innovative Quartiere gebastelt? Und was braucht es auch von regulatorischer Seite, von Seiten des Gesetzgebers, um diese Quartiere großflächig auszurollen und eben eine Energiewende voranzubringen? Der Shamrock Park mit seinen ca. 100.000 Quadratmetern besteht zu ungefähr der Hälfte aus Bestandsgebäuden und zu der anderen Hälfte aus Neubauten, die noch entstehen werden und die eben nach modernem Baustandard gebaut werden. Wir begegnen dieser Herausforderung im Wesentlichen über das Ektogrid. Hier ganz konkret nutzen wir die Abwärme von einem nahegelegenen Industriepark. Also man könnte sagen, der Industriepark heizt unsere Wohnung und sorgt für das warme Wasser. Industrial plants produce gigantic amounts of excess heat. And in Germany's Ruhrgebiet, this wasted heat could be enough to supply 25% of the energy demand for the entire area. But when connecting buildings with E.ON's Ektogrid, like in the Shamrock Park, all available energy can be used and shared effectively. Basically, it works like a giant thermal battery and energy is only added to the system when needed. Each building connected to the system uses heat pumps to reach the needed temperature levels and make energy deposits or withdrawals from the grid, which means that the energy demands from all the buildings are balanced against each other, making use of all energy that previously went up in smoke and reducing CO2 emissions by up to 90%. Ja, es hat sich einiges verändert. Wenn man rausgeht hier bei uns, man hat viel Grün, man hat die Ruhr direkt in der Nähe, man hat die Ruhrwiesen, wo man sich sonnen kann. Dass man die Wäsche nicht draußen hinhängen durfte, weil Stahl, Kohle, Kokereien so viel Staub emittierten, das ist tatsächlich vorbei. Und ich sag mal, wenn man sich das Ruhrgebiet mal anschaut, dann wird man sehen, dass es eine absolut grüne Oase einfach hier ist. Ich würde sagen, die Menschen hier sind einfach anders. Also man hat herzliche Menschen, schöne Aussichten. Die alten Zechenbahnen sind inzwischen Fahrradwege, der Duisburger Landschaftspark. Da kann man heute Sport und Freizeit machen. Der Pott bietet total viele Möglichkeiten, auch neben dem Fußball Sachen zu unternehmen. Die Leute sind alle total freundlich drauf, sehr sympathisch und das mag ich total gern hier. Ja.